Ich bin Rita Stritt und der Theatervirus hat mich schon vor 75 Jahren gepackt. Mit 5 hatte ich nämlich meine erste Theaterrolle. Und das ist, ich bin in Bern aufgewachsen und dort hatten wir so ein Strassentheater. Und ich war ein Blümchen, ein Margritli. Und von dort weg hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich habe Kabarett gemacht, Theaterstück, Gertrud Stauffacher in den Tellspiel, Schlossspiel Spiez oder zu Thun, der Winterzauber auf dem Mülliplatz. Und all das hat mich einfach wirklich fasziniert und das war mein grösstes Hobby gewesen. Und da danke ich auch meinem Mann, dass er zugelassen hat, dass ich überhaupt das Ausgang machen durfte und ging wieder ab in die Proben und so. Eine gute Fee hat mich nachher zur Märchenbühne gebracht. Das war vor 15 Jahren und ihr Schneekönigin war ich die Räuberhauptfrau. Und im Robin Hood Hanna und in Anastasia bin ich die Zarenmutter gsi. Und die Theater, die haben mir einfach ganz viel gegeben. Auch wenn ich eine grosse Familie hatte, hatte ich einfach für das Platz gehabt. Und jetzt bin ich Gwendalenda in diesem Stück. Und da durfte ich schon im Vogulisi Gwendalenda spielen. Das ist eben die Kräuterfrau, eine alte Frau, so wie ich ja schliesslich auch bin. Und Gwendalenda zeigt uns, dass nicht nur Geld und schöne Kleider und Raum vor allem wichtig ist, sondern dass die inneren Werte zählen. Und das tut sie im Stück, jetzt hier in unserem Stück, auch mit dieser Feder zeigen. Sie verschenkt Federn, aber nicht für ein paar Wienerli oder ein Auto oder so. Für einen Frieden in einem selber. Gwendalenda ist für mich eine ganz tiefe, gute, schöne Rolle. Nicht nur eine Rolle, nein. Es ist fast wie im Leben, dass man eben jemandem etwas kann zu gut tun kann und schauen, dass Menschen eben nicht krachen, so wie jetzt und so, dass eben Frieden ist.